Hallo alle zusammen, hier ist eure Die, eure Ling. Ja, ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich, was ich hier jetzt ankündigen möchte. Ja, ich möchte was Wichtiges ankündigen. Dieses Projekt liegt mir sehr zu Herzen. Es ist ein neues Video, das ist zu dem Lied Herkunft Mensch. Ich habe dazu eine Choreografie und einen Freestyle dazu, ich sag mal, produziert, in Anführungsstrichen. Ich mache das ja alles selber. Und diesmal wollte ich einfach auch, dass ihr mich dadurch so ein bisschen näher kennenlernt. Wie sehe ich aus, wie bin ich so, wenn ich mal nicht tanze, wie ist meine Stimme und wie ist es halt in einer Aufnahme. So, jetzt habt ihr das mal so mitgekriegt. Ja, dieses Lied ist, finde ich in dem Sinne besonders, weil es eine Moral, eine Thematik anspricht, die halt, ja, wie das Wort oder wie der Titel schon sagt, Herkunft Mensch, ja schon bedeutend ist. Und da möchte ich das Lied einfach auch so ein bisschen, ja, bekannter machen, auch euch zum Denken anreden, indem ich halt sozusagen auch mich diesem Projekt, also mich dieser Thematik anschließe und dieses Lied als Medium nutze, um es halt weiterzugeben. Daher wäre auch mein persönlicher Wunsch, ja, dass erstmal A, dass ihr euch das reinzieht, also hört das euch an. Das Lied, das findet ihr dann auch bei Google, bei Spotify, bei YouTube, bei Soundcloud. Ja, ich glaube bei Soundcloud nicht, aber auf YouTube findet ihr das auf jeden Fall, wenn ihr dann eingebt, Herkunft Mensch. Genau, und dazu habe ich dann halt tänzerisch nochmal etwas dargestellt, ne, weil ich mich auch selbst damit mit dem Projekt oder mit dem Thema gut identifizieren kann. Es gibt einfach Situationen im Leben, da dachte ich so, ja, das kenne ich ziemlich gut. Das hatte ich auch so ähnlich erlebt. Also es ist nicht 1:1 jetzt, so wie das Lied das gebracht hat, denn jeder Mensch macht ja nun mal seine eigene individuelle Erfahrung. Aber ich kann da von meiner Sicht auch sagen, aufgrund meines Aussehens, dass ich ähnliche Erfahrungen gemacht habe und dass ich da auch halt zustimme und auch möchte, dass Menschen darüber nachdenken und dass sie halt nicht nach dem Aussehen sozusagen beurteilen, denn letztlich ist der Mensch auch so unterschiedlich wie wir sind, haben wir eigentlich den gemeinsamen Ursprung, also der Origin, wir sind Menschen, wir bestehen aus DNA, Haut und Fleisch und alles andere, was uns so unterschiedlich macht, neben dem Charakter, das sind einfach biologische Anpassungen, ne? Survival of the fittest, wir müssen natürlich in den verschiedenen Terrains uns ja anpassen, beziehungsweise wir sind ja dann angepasst, das ist ja kein aktiver Prozess unbedingt, ne? Sondern dass wir da einfach überleben können, sozusagen in dem Sinne. Und ich bin der Meinung, dass wir im 21. Jahrhundert schon in der Lage sollten, aufgrund unseres Bildungssystems, egal pro oder contra, aufgrund des Bildungsstandes, dass wir halt uns weiterentwickeln, dass wir auch lernen sollten, gut miteinander und harmonisch miteinander umzugehen, dass das Thema auf jeden Fall angesprochen wird und dass es halt, ja, für die Zukunft auch mitgegeben werden soll. Es gibt natürlich noch viele andere Problematiken, die man ansprechen sollte, aber das ist so, finde ich, ein Thema, was entscheidend ist für das Zusammenleben in einer Gesellschaft vieler verschiedener Menschen, in einer Gruppe, ne? Also, dass ihr euch einfach da mal so ein bisschen Gedanken macht, wie ist es denn, wie ist so das Leben? Ja, also ihr sollt jetzt nicht hardcore eine Analyse machen, das kommt sowieso mit der Lebenserfahrung, aber es hilft schon vielen Menschen, die anders sind, beziehungsweise anders aussehen, also dieses Anderswort ist jetzt total komisch, aber dass sie da einfach Rücksicht nehmen können und auch verstehen solltet, nachvollziehen solltet, wie das auch auf der anderen Seite aussehen könnte. Und das ist halt ein Lied, es gibt ein Beispiel, es spricht verschiedene Situationen an, das heißt im Alltag, auf der Arbeit, ne, so das Denken, wie fühlt man sich, und das finde ich das halt, ja, das finde ich bemerkenswert, dass man das in so einem Stück auch noch verfassen konnte. Ja, auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß bei dem Lied, wenn ihr euch das handelt, sowohl als auch bei meinem Video. Was ich auch, wenn ich finde, wichtig finde, gerade weil ich halt jetzt so klar bin, ich würde mich freuen, wenn ihr halt einen Daumen hoch lasst und natürlich Kommentare, sei es auch Grüße oder sonst was oder ein Hallo und Smiley, das würde mir auch reichen. Das würde mich natürlich dann auch freuen. So, dann viel Spaß!